Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Übersicht über das, was uns an Fahrzeugen in der Vintage Collection von Hasbro zu Star Wars erwartet. Und zwar sind jetzt drei Fahrzeuge veröffentlicht worden, die es ab dem 4. Oktober, also ab dem Triple Force Friday, wohl geben wird. Und zwar geht es einmal um den Mandalorian, um Rise of the Skywalker und um ein klassisches Star Wars Fahrzeug, und mit dem fange ich auch an, und zwar handelt es sich dabei um Luke's X-Wing. Ich muss jetzt passen mit der Anzahl, wie viele von Luke's X-Wings mittlerweile gegeben hat. In der Vintage Collection Verpackung ist es aber auf jeden Fall der erste, denn der andere X-Wing war ja der von Biggs Darklighter. Ja, ich habe jetzt noch nicht genau geschaut, was jetzt da für Unterschiede zu den Vorgängermodellen ist, aber ich kann schon mal sagen, wenn ich jetzt in die Verpackung reinzoome, dass das Weathering, also die Verwitterungsspuren, dann doch schon um einiges wieder gesteigert wurden. Also da hat Hasbro wieder ein bisschen zugelegt, aber es ist ja ein, ja, ich sage immer mal, es sind mal Prototypen, die halt für diese Bilder verwendet wurden. Beim Assault Tank bin ich hier zumindest nicht enttäuscht worden, und auch beim Desert Skiff bin ich auch nicht enttäuscht worden. Deswegen denke ich mal, dass der X-Wing von Luke auch ähnlich, also annähernd auf jeden Fall so gut ist, wie alt auf dem Foto zu sehen. Die Figuren sind nicht dabei, wie immer. Action Figure Sold Separately heißt es ja immer so schön. Ja, und hier in diesem Fall halt auch. Das war jetzt das Verpackungsbild, und davon gibt es dann natürlich noch ein freigestelltes Bild von dem Fahrzeug. Ja, und da sieht er dann doch schon etwas blasser aus als jetzt auf der Packung. Also da muss man abwarten, was jetzt wirklich dann da drin ist. Mal gucken. Aber ich habe schon so viele von den X-Wings, da weiß ich noch nicht genau. Ein Y-Wing wäre schön gewesen, wenn jetzt mal der neue Y-Wing rauskommen würde zu Rise of Skywalker, oder eben der klassische Y-Wing nochmal in einer größeren Version in der TVC. Denn der letzte ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ich weiß gar nicht, 2012 war es, glaube ich. Das war dann der TVC, der mit den roten Markierungen, der Red Jammer quasi. Und naja, warten wir mal ab, ob da noch was kommt. Fahrzeug Nummer 2 wäre dann Poe Dameron's X-Wing Fighter. Ja, der sieht auf jeden Fall auch schon mal recht interessant aus. Der wird es wohl auch bei mir mit in die Sammlung schaffen. Denn einen großen Poe X-Wing hatte ich ja bislang noch nicht. Da habe ich bloß zwei am Start. Nee, drei. Einmal den weiß-blauen, den normalen Resistance. Dann den mit den verbogenen Kanonen, der allererste rauskam. Und dann den Boosted, den ich auch nochmal vorstellen will. Den habe ich hier auch noch verpackt rumstehen. Aber das sind ja alles kleine Versionen, die normalen Spielversionen. Und das ist ja jetzt die große TVC-Version. Und da wäre ich also schon gespannt, was Hasbro denn da halt rausgeholt hat. Auch hier das Verpackungsbild. Die Details sehen auch wieder sehr schön aus. Muss man auch abwarten, wie dann das Modell am Ende aussieht, wenn es denn als Serienprodukt auf den Markt geschmissen wird. Und da gibt es dann natürlich auch noch ein freigestelltes Bild. Und auch hier wirkt er, genau wie bei Luke's X-Wing, dann auch schon etwas blasser. Nicht die Weathering-Spuren, nicht ganz so, das Washing nicht ganz so hervortretend. Ja, Washing in dem Fall wirklich schon verwaschen. Also nicht mehr ganz so prägnant und schmuddelig, wie eben auf der Verpackung zu sehen war. Ja, und Fahrzeug Nummer 3, das wäre dann ein AT-ST Raider. Ein Piraten-AT-ST. Finde ich also von der Idee auch schon mal sehr cool. Hier ist dann wieder die Verpackung. Das Fahrzeug taucht im Mandalorian auf. Nicht DeLorean, sondern Mandalorian, der Star Wars Serie um eben einen Mandalorian. Und weil er da noch so auftaucht, da muss man schauen. Mit dabei ist hier allerdings eine Figur. Bei den X-Wings war ja keine Figur dabei. Und zwar der Klartunian Raider. Und zwar ist das so einer wie Barada. Da unten kann man ihn dann auch sehen. Nachher gibt es nochmal ein Detailfoto von der Figur. Was ich hier schon mal in der Verpackung sehr schön finde. Es erinnert mich vom Bild her sehr stark an die Verpackung. Oder vom Hintergrund her an den klassischen oder den Vintage AT-ST, der halt auf Endor aufgenommen wurde. Auch hier gibt's, muss ich sogar sagen, ganz, ganz viele Detailbilder. Und zwar fangen wir erstmal mit einem Gesamtbild an, auch hier wieder freigestellt. Sieht aber trotzdem nicht schlecht aus. Unten kann man schon mal den Klartonien unten stehen sehen. Interessant finde ich an den Gelenken diese Bandagen, die der quasi drum hat. Dann die Bemalung auf dem einen Schultergelenk, der Totenkopf auf dem anderen. Strichmarkierungen, wie viele Abschüsse denn schon gemacht wurden. Ja, ein kleines Netz ist noch mit dabei. Das wirkt also auch schon mal sehr spannend.
Dann eine Innenansicht mit Figur im Cockpit haben wir dann noch da. Auch hier wieder schöne Verwitterungsspuren, wenn der wirklich so rauskommt, wie hier auf den Bildern zu sehen. Ja, zuerst war ich skeptisch, da sollte ich mir einen aus der Serie mit hinstellen, aber den finde ich dann vom Verwitterungsgrad halt wirklich sehr cool. Von der Bemalung auch sehr cool. Diese weißen Streifen, die wirken dann wirklich so wie mit so einem, ja, was denn schon, mit einem Besen, mit einem Handfeger aufgetragen, so brushig irgendwie, so borstig. Also wirklich improvisiert, finde ich gut, gefällt mir. Passt also wirklich thematisch außerordentlich gut hinein. Dann nochmal hier ein seitliches Bild vom Kopf. Hier kann man nochmal schön das Schultergelenk mit den Abschussmarkierungen sehen. Und auch seitlich an den Kanonen sind halt dann die Abnutzungsspuren zu erkennen. Und dann haben wir hier nochmal eine Rückansicht des Gefährts. Und da finde ich auch am Kopf gerade diese fast olivgrünen Spuren da, diese so Moos oder sowas, so sieht es fast aus. Also das Ding, das hat auf jeden Fall schon einiges hinter sich. Also wirklich ein Überbleibsel, was wahrscheinlich wieder restauriert wurde, wo der Motor instand gesetzt wurde, das Chassis ein bisschen instand gesetzt wurde, dann ging es damit halt weiter als, ja, Piratenfahrzeug. Also, finde ich cool. Ich hoffe nur, dass das steht. Also die Vorgängermodelle, die standen ja nicht wirklich, außer der allererste ATS, der rauskam, aber der hatte eine Schwachstelle, da sind Gelenke gebrochen. Ziemlich fix. Also kleine Gelenkringe waren das. Aber der stand zumindest. Und die anderen sind ja immer wieder in sich zusammengesackt, wenn man da nicht irgendwie noch ein bisschen Nachhilfe geschaffen hat. So, und dann haben wir natürlich noch den Clatonian Selbär. Und der sieht auch sehr cool aus. Und das ist auch, wie man sieht, eine TVC-Figur mit vielen Gelenkpunkten. Also super articulated. Und ja, allein schon dem wegen muss man eigentlich das Set fast kaufen. Ich denke mal nicht, dass es den auch später mal einzeln gibt. Also hier eine exklusive Figur zu einem Set. Wäre natürlich bei den X-Wings auch schön gewesen, wenn es so mit dabei gewesen wäre. So, hier nochmal kurz eine Übersicht. Alle drei nochmal zusammen. Und ja, da bleibt abzuwarten, wie gesagt, wie sie sind. Lukes X-Wing auf der Packung sieht gut aus. Auf dem Detailbild oder auf dem Einzelbild war es ja dann nicht ganz so toll. Zu den Preisen, die bislang bekannt gegeben wurden, die fand ich allerdings auch schon recht happig. Also die beiden X-Wings kosteten das Stück $99,99. Und das finde ich, also dachte ja schon, es wären kanadische Dollar, aber nein, es werden wohl US-Dollar sein. Finde ich also für einen X-Wing ganz schön, boah, viel. Und der AT-ST UVP bei $79,99, ja, auch schon Hammer, denn ich meine, dass die anderen so bei $59,99 damals angefangen haben. Ja, und hier in Europa oder Deutschland ist ja immer ein bisschen problematisch mit den Preisen, bis die dann mal fallen, wenn sie überhaupt mal fallen. In den USA habe ich jetzt vor kurzem gesehen, bei Toys R Us in Kanada, da gibt es ja noch Toys R Us. Da kostet zum Beispiel dieses Dreierpack mit den Skiff Guards momentan 17 kanadische Dollar. Ich glaube 17,49. Und da kann man sehen, wie der Preisverfall wirklich ist. Oder beziehungsweise wie die halt nachher die Sachen raushauen. Unterm Einkaufspreis teilweise. Und da können die europäischen Händler dann doch eben nicht mithalten. Ja, aber das war schon immer so. Und deswegen verabschiede ich mich erstmal. Bedanke mich vielmal fürs Reinschalten. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao.